Mahlzeit, ihr Schlawiner Knochen hier. Heute bin ich mit dem K18 Dicker Max unterwegs, Panzerjäger. 10,5 cm Geschütz habe ich aufmontieren lassen. Nur für mich. Ich hänge echt fest. Das gibt's doch nicht. Wenn es von mir einer. Ja, tatsächlich. Ich dachte echt, die hängen an diesem Baumstumpf. Da ist noch ein Max. So, habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen? Ja. Im Prinzip alles. Die Panzerung ist relativ gut, also leichte Panzer schießen eigentlich nicht so leicht weg. Das habe ich vorhin gehabt in Tunesien. Ich weiß nicht, wie viel der aufgeballert hat auf mich. Er ist auf mich rumgefahren. Mehr, also 10, 12 Mal hat er raufgeballert. Echt, das hat der Panzer alles ausgehalten. Ja. Also dieses Fahrzeug. Wir fahren, glaube ich, maximal 32 km/h oder so. Also es ist wirklich nicht viel und ich sehe es auch wirklich nicht viel. Hörst du schon weg oder wie? Echt jetzt? Ne, da ist er wieder. Hat man gar nichts getroffen hier. Dumm wäre es eigentlich hier stehen zu bleiben. Vorhin habe ich es auch so gemacht, da habe ich auf den KV-2 geschossen und habe mich nicht bewegt und es war einfach verkackt meinerseits. Aber er hat einen kritischen Treffer reinbekommen. Oder er hat ihn einfach verpasst, sagen wir mal so. Der hat sich gerade verzwiebelt. Ich hoffe, der bleibt auch verzwiebelt. Denn natürlich kann ein dicker Max einen anderen dicken Max auch ausschalten, ganz locker. So, ich muss mal ein bisschen zurückfahren hier. Das könnte sonst echt übel enden für mich. Im Prinzip ist es ja auch dumm. Ich meine, wir stehen hier eigentlich nur blöd rum. Das ist so eigentlich Standard. Im Prinzip fragt man sich, was machst du hier? Was macht man hier überhaupt? Okay, sie beschießen mich schon. Und auch Mr. Max könnte mich... zerbumsen. Ja, man muss hier noch ein bisschen üben mit dem Gesch. Komm, komm, komm. Dull ist nicht. Abschusshilfe, das war eine andere Max. Noch eine Abschusshilfe. Ist jetzt nicht so der Bringer, aber ich habe noch ein cooles Replay. Ich mache ey, so viele Replays in letzter Zeit. Eigentlich schon lächerlich. Aber wenn sie halt wirklich gut sind, dann nehme ich das auch. Oder, ja, nimm's auf, ja. Oh, das mache ich, nehm's auf. Mal ganz vorsichtig looken hier. Oh, scheiße. Ey, versperrt mir die Kacke hier, die sehe ich echt jetzt, ja. So dumm ist es, genau hier stehen zu bleiben. Wahrscheinlich wird mich das gleich mein Leben kosten, aber ich will's probieren, weil der M10 steht so gut da positioniert. Oh, du kleiner Wichser! Ich habe eine Nachladezeit. Ich glaube, der sieht mich. Und der wird mich auch gleich picken. Hm, das hat er sich gut zurechtgelegt. Ich glaube, T34. Geht alles daneben heute. Geht alles daneben. Panzerkampfwagen. Oh, 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 oh. Mein Vorteil ist ja wirklich einfach nur, oh, dass ich ein bisschen was aushalten kann, wenn ich müsste. Aber irgendwie läuft sie überhaupt nicht. Ich stehe auch total behindert. Aber Mr. Max kriegt mich auch nicht weg. Ich muss mit den T34 irgendwie. Wo ging der denn jetzt hin? Ich frage mich jetzt echt, wo ging der hin? Ich muss hier gleich wegfahren. Muss hier irgendwie weg, aber schnell und leider ist er ja nicht schnell. Das ist nämlich das nächste Problem. Ne, das ist mir echt zu blöd da. Okay, ich meine, wir sind jetzt nicht so schlecht dran. Also ich meine, ich sehe zumindest, dass meine Mannschaft noch komplett erhalten ist. Aber ist egal, ich will auch zusehen, ich will gewinnen, Sollen die halt da sich die ganze Zeit da irgendwie in die Fresse ballern? Habe ich auch schon Punkte? Doll ist nicht. Aber gut, man kann ja immer noch eine zweite Runde rein. Für den Max empfiehlt sich eigentlich... Oh, hier vorne ist direkt ein
Beziehungsweise direkt in Sichtweite. Da ist zwar der andere auch wieder so ein versiffter T-34. Ich muss mich natürlich jetzt irgendwie positionieren. Vielleicht schaffe ich es tatsächlich hier durch. Warte mal. Ja, zu sehen, dass mich hier keiner... Boah, da sieht man es mal. Bis der mal oben angelandet ist hier. Also wirklich auch geringe Neigung schafft er überhaupt nicht. Oder richtig, also wirklich nur richtig mies. Nee, das ist nicht so gut, wie ich dachte. Ich sehe auch nichts von hier, kann nichts ins Visier nehmen, das ist total beschissen. Und ich war einfach weg jetzt, echt. Denn das lohnt sich niente! Das ist noch ein KV-1. Ja, scheiße, ich muss weiter zurückfahren, sonst kriege ich hier, kann ich mich nicht drehen. Artilleriefeuer, das ist ein bisschen blöd für mich. Dazu sehen, dass ich wegkomme. Wer feuert denn da? Zeig dich. Bodeneinheit zerstört. So, immerhin. Hätte ich auch mal was weggeholzt hier. Wie sieht's neben mir aus? Die Jagdpanzer, das ist ja alles da, ey. Wupp, und Bomben. Da fahre ich lieber in die Artillerie, ganz ehrlich. Okay, wir haben es alle gehört. Oh, Hurensohn! Ja, raus mit den Bombern hier, oder die Kacke. Ich will den Maxen jetzt nicht verballern. Ich mache eh noch eine Runde. Geht's aber mit dem Panzer 4 rein. Der Ausführung. Stehen sie alle. Da habe ich wenigstens eine Artillerie. Kann es ein bisschen regnen lassen hier. Ubi Shiwiet. Ja, mit dem. Okay, ich habe zumindest getroffen. Klein, aber fein. Ich baller alles raus hier. Okay, ich habe nachgeladen, aber ich hoffe, der hat mich nicht im Visier die ganze Zeit. M10 und Mama. Ja, ist noch da. Oh, Borisov Grafnifnir. Da ist er hier. Gar nichts. Scheiß KV-1, ey. Krit. Aber nicht vertrauen, nicht vertrauen. Der kann auf jeden Fall noch schießen, bin mir ziemlich sicher. Jetzt vielleicht nicht mehr wirklich. Aber guck mal, er kann ja immer noch sich bewegen, ne? Also, der kommt auf jeden Fall. Zieht um, bis zu erdecken. Okay, auf den M10 wechseln. Ich beweg dich nicht. Lass mich dich fertig machen. Offensichtlich. Ah, clever da vorne. Zack. Ne. Da ist noch irgendwas dazwischen. Jetzt verreckt doch mal, manche. Ich treffe nicht wirklich. Die beste Staffel. Wir haben verkackt. Schöne Sache. Neue Runde. So, jetzt bin ich hier mit meinem Fetti. Mein Fetti Max. Im Kuban. Allerdings von der Seite, von der ich ungern auch starte. Aber gut, müssen wir irgendwie durch. Irgendwas brennt da schon. Hat sie den ersten schon zerfetzt. Bin ja gerade erst reingekommen. Gut, der schießt einen Baum weg, warum auch immer. Stört ihn wahrscheinlich bei der Sicht. Ja, das kann kein Spieler laufen, wenn der brennt irgendwas anderes. So, ich werde erstmal hier in der Kuhle bleiben. Es sei denn, 50 Panzer hetzen auf mich zu, was sie wahrscheinlich nicht werden. Ich lasse ihn, ja genau, fahr mal vorbei. Das ist schön, dass du dir die Mühe machst und nicht hier wegrammst wie alle anderen. Ja, dein MG funktioniert, ist gut. So. Jetzt muss ich mich auch ein bisschen drehen, denn ich weiß, dass hier gegenüber gleich welche erscheinen werden. Mit der Sonne im Gesicht. Schöne Wurst. Strombobitze. Da sehe ich eigentlich noch gar nichts. Gut, hat natürlich auch mal was damit zu tun, wie viele Cap-Punkte gibt es. Hier gibt es natürlich jetzt 3 Stück. Irgendwas flog rüber. Also irgendwas im Sinne von irgendwas Geschoss. Das hat natürlich keinen Sinn, aber hier, ich muss den hier irgendwie... Ich will mich hier gar nicht so... Ach, nicht so.
Okay. Puh, knifflige Sache. Knibbelig. Ich will ja auch nicht gleich verrecken. Jo, da haben wir es ja schon. Ohne zerstört das noch ein dicker Mann. Ich muss irgendwie weg hier wieder. Ich bin hier ganz schnell Hundefutter. Nachladezeit liegt bei 13 Sekunden. Feuerbereit bringt mir nicht viel. Doch, doch, doch. Probieren es mal einfach. Exakt mal gar nichts. Oh, beweg dich nicht. Boris Blinktopf hier. Wie ist er? Spalling. Alles klar. Oh, ich muss schnell Set weg oder ist noch Cis, die ich auch schon gefahren bin. Ich muss weg hier, weg, 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 fahr du Dreck! Ich hoffe, die Cis hat mich nicht mitbekommen. Aber okay, scheiße. Verkackt man jetzt. Ist natürlich alles nicht mehr so, wie es sein sollte. Suboptimal. Ah, scheiße, der sieht nicht. Na, wenn ich Pech habe, kriegt er mir das ganze Ding auseinander. Dann hat sich das natürlich erledigt. Das muss ich jetzt sehen, wo die Cis ist. Ich muss gucken, wo ist die verkackte Cis. Ja, die hat keine Zeit hier zu schauen. Ich hab mir, glaube ich, irgendwas abgerissen. Oh Mann, 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 oh. Das war nicht so clever. Ah, fick dich doch, Mann. So kann ich den Max nicht vorstellen. Das war nicht so, wie ich das zeigen wollte hier. Oh gut, ich habe noch einen Gutschein. Trotzdem kacke. Echt kacke. Ich habe wirklich Matches gehabt, die waren weitaus besser. Aber es ist wahrscheinlich oft so, wenn man es nicht aufnimmt. Oder wenn man gerade nicht aufnimmt, dann läuft es halt irgendwie besser. Aber ich will trotzdem weiter an der Kuhle bleiben, denn ich bin zu vulnerabel hier oben. Ich meine, ich könnte es probieren, klar. Okay, scheiß drauf. Mal gucken hier. Du wirst natürlich, je mehr das machen, desto mehr Aufmerksamkeit erregt man natürlich. Das hat ja wieder kein Problem da. Ich hasse diese Typen, die ganze Zeit einfach nur dumm rumballern. Jo, na das ging ja mal gut, du. Das war nur ein kleiner Treffer, ist natürlich blöd, wenn sie sich bewegen. Natürlich erstmal schlechte Karten. Destructor, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, Mann. Irgendwas, was sich nicht bewegt. Wohneinheit zerstört, immerhin. Meisterschütze. Ja, ich halte das ein bisschen für übertrieben. So meisterhaft jetzt auch nicht. Auf jeden Fall immer zurückfahren, wenn man nachlädt. Gerade hier mit den 13 Sekunden, das ist schon eine ganze Menge. Was natürlich auch bedeuten kann, dass die mich jetzt die ganze Zeit hier schon anvisieren. Kann ich den noch weg? Ne, dauert mir zu lange, um ins Visier zu nehmen. Oder zum ins Visier nehmen. Irgendwas, was jetzt wirklich schnell geht. Das zum Beispiel nicht. Ihn hier, wo ist er denn? Ach, fuck off. Ich muss also mit dem Bomber rein. Ich lade das Replay noch hoch. Ja, schieß weiter. Ich lade das Replay noch hoch, damit ihr seht, dass es wirklich auch noch besser geht. Weitaus besser. Nur das ist jetzt echt leider hier gerade nicht so prickelnd. Obwohl wir trotzdem gewinnen werden, immerhin. So komm, lass mich rein mit einer Bombe hier. Oh Gott, ich sehe schon. Anstatt die Spitfire dreht und versucht mich zu beschützen. Wir haben hier zwei in der Luft.
Aber glaubst du, einer kommt auf die verkackte Idee, mich hier zu beschützen? Bombe, Bombe. Bombe, Bombe, Bombe. So, wirklich was abgerissen. Oh, eine Bodeneinheit wieder weg. War noch eine Flak. Weg. Ja, toll ist er nicht hier. Gesunder Munter. So, ich lebe noch und kann sofort wieder schießen. Ich muss auf jeden Fall. Also einer muss noch drin sein. Echt jetzt. Einer muss noch drin sein. Das dauert hier eigentlich schon allzu lange. Puh, ja, das wird nichts mehr. Schade, nur 2 Kills. 3. Aber doll ist trotzdem nicht. Na, das ist schade. 4 zerstörte Wohnziele. Waren es 4? Waren es tatsächlich 4? Das finde ich jetzt interessant. Ich habe 3 gezählt. Aber wahrscheinlich habe ich mich verzählt. 10. im Team. Ey, das ist gar nicht mal so gut. Aber gut, das heißt jetzt nicht allzu viel. Einschießen. Ja, ach so, ich hab's noch nicht fertig. Ich wollte das Ding unbedingt mal fahren. Ich wollte ein Video von machen, aber wenn ich's fertig modifiziert habe und die Mannschaft noch ein bisschen mehr geskillt habe, obwohl sie schon sehr gut ist, ich habe ja auch alles, ne, alles was möglich ist, habe ich gemacht hier. Dann werde ich das Ding mal vorstellen. 4. Guck mal, der hat auch nur 4, aber es war wahrscheinlich die ganze Zeit nach vorne, während ich schön weit hinten gegammelt habe. Aber man kann mit dem Teil auch nicht weiter nach vorne fahren. Ich meine, man hält zwar ein bisschen was aus und auch ich bin ja schon vorgefahren, aber naja, es kann auch daneben gehen, ne? So, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Abonniert, würde mir helfen. Tut euch nicht weh, mir würde wie gesagt helfen. Und ja, besorgt euch den dicken Max, ist echt ein cooles Teil, wenn ihr euch gut positionieren könnt, am besten auf irgendwelchen Klippen, wo ihr links und rechts geschützt seid, wo ihr halt auch vor- und zurückfahren könnt, ohne dass ihr dann getroffen werdet, oder also wo ihr halt Rückzugsmöglichkeiten habt, dann ist das Ding auf jeden Fall ein Killer. Und ja, das war's dann erstmal so. Danke fürs Zuschauen, habe ich schon gesagt, ist egal, haut rein, ciao, ciao!